Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid. Zu einer erneuten Ausgabe der Gothic 2 Mod Juran. Ja, vor der Aufnahme habe ich jetzt nochmal kurz meine Quests durchgecheckt. Beziehungsweise das Quest-Log, um zu schauen, was ja jetzt noch so offen ist. Und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, ich habe jetzt erstmal nur zwei Quests, die ich wirklich irgendwie verfolgen kann, weil bei den meisten anderen habe ich aktuell noch keine Lösung parat. Also, drei Balken sind diese Fischer-Dinger, die ich da rausholen. Achso, erstmal hier, das ist, genau, Rüstung. Wir fangen von oben an. Drei Balken, ja, ich bin jetzt gerade am Vorproduzieren, deshalb ist die Folge jetzt, wo ich die Quest bekommen habe, noch nicht raus. Also da konnte ich jetzt noch keine Tipps irgendwie entgegennehmen. Genauso wie der Pfeffer, weiß ich nicht, wo ich den hernehmen soll. Rauchzeug sammle ich halt, also wenn ich Sumpfkraut finde, kaufe ich das, habe ich aber aktuell nicht mehr. Crofter Bandit, der will halt irgendwas mit alten Meister, die Alchemisten haben aber keine Antwort darauf, obwohl es im Tagebuch halt drin steht. Proviant und Wüste, das kann ich jetzt halt machen. Musik und Katzenjahr, da fehlt mir halt noch die Trommel, weiß ich nicht, wo ich die finden soll. Felix Ballon, gab es noch keinen Dialog, zumindest als ich letztes Mal mit Felix gesprochen habe. Wetten, das weiß ich auch nicht so genau, wie oder was ich hier machen soll. Fischermanns Freund, da fehlen mir halt noch Crawlerzangen, da muss ich noch sammeln. Eine wütende Ehefrau ist die Quest, von der ich immer noch nicht weiß, wie ich die lösen soll. Crawlerplatten für Wolf, muss ich erstmal lernen, das Talent. Und der Bauplan habe ich aktuell auch noch keinen gefunden. Von daher habe ich jetzt in der Folge hier Folgendes vor. Ha, was für ein witziges Wortspiel. Ich werde jetzt erstmal nochmal 20 Lernpunkte halt in Einhandkampf investieren, sodass ich Meister bin. Ja, und dann gehen wir in die Wüste. Also, ich wüsste jetzt auch nicht, will mich jetzt ja auch nicht mit Nichtigkeiten aufhalten. Wir werden dann in die Wüste gehen und schauen, was uns dort erwartet. Er musste es ja besser wissen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich ärgere mich übrigens immer noch, dass ich diese 10.000 Gold für die Rüstung ausgegeben habe, nur um kurzer Zeit später diese Robe zu finden, die einfach sehr viel besser ist. Naja, hätte ich das vorher mal gewusst, aber im Nachgang ist man immer schlauer. So, Einhand. Sehr gut, jetzt sind wir Meister. Weg mit der Waffe! Du bist und ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Jetzt kann uns niemand so schnell mehr das Wasser reichen. Habe ich einen Speedtrank noch? Nee, habe ich natürlich nicht. Ja, ich könnte noch hier Sachen verkaufen. Oh, aber was ich tatsächlich noch machen sollte. Mist, das habe ich jetzt gerade übersehen. Ich sollte das Fleisch nochmal bei der Maria braten. Je mehr, desto besser. Im Moment ist einfach das Fleisch sehr viel wertvoller als Tränke. Von daher, Mist, ich habe eigentlich gesagt, ich wollte die Ratten jetzt nicht mehr töten, weil es mir eh kein Gold mehr bringt. Also, bringt schon noch Gold, aber eben halt nicht mehr so viel. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich gehe jetzt nochmal kurz zu der Maria, brate jetzt nochmal kurz das Fleisch an und dann machen wir uns auf in die Wüste, würde ich sagen. Hey, du. Brate mir 20 Keulen Fleisch. Okay, aber das sieht aus wie Ratte, riecht wie Ratte und ist Ratte. Also, lass es dir dann schmecken. Brate mir 10 Keulen Fleisch. Bitteschön. Ja, der Helm passt wirklich ganz gut zur Robe. Farblich zumindest einigermaßen. So, ich gieße mir noch mal ein bisschen Wasser ein hier. Ja, und wir machen jetzt Folgendes. Ich werde jetzt nicht den normalen Weg gehen, sondern wir werden schwimmen zur Teleportplattform. Warte mal, hatte ich da nicht einen Teleport hin? Ne, das bringt mich zum Schiff, zur Sternwarte, zum Bauern. So. Ja, also ich schwimme jetzt erstmal zu diesem Teleporter, den wir ja kennen, wo ich schon mal war. Und ja, das sehen wir uns gleich wieder. So, da ich weiß, wo ich rauskommen werde, ziehe ich mich schon mal direkt um. Guck mal, der alte Helm passt sogar zur Butlerhose einigermaßen. Naja, einigermaßen, farblich zumindest. So, ich speichere hier nochmal. Und dann porten wir uns hier mal durch. Die Bank weg.
Ja, da oben müsste der Bauernhof sein. Da hinten ist das Piratenversteck, was wir gefunden haben. Ja, da waren wir auch schon. Perfekt. So. Ich weiß nicht, also ich wusste halt auch noch nicht, wie ich die anderen Quests jetzt für die anderen bisher lösen sollte. Aber na gut, vielleicht findet sich da noch eine Lösung. Hey, du. Ich hätte Streipers Hose kaufen können für 500 Gold, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Sinn drin gesehen. So, dann gehen wir jetzt mal durchs Portal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt einigermaßen, wie ich mir das vorstelle. Mal schauen. Immer wieder. Tatsächlich geil. Ah, hier gibt es sogar auch noch einen dunklen Umhang. Mega. Lance. Hey, komm mal her. Hallo, was ist los? Hast du etwas Wasser für mich dabei? Wie viel willst du denn? 5 Flaschen würden meinen Durst schon merklich reduzieren. Ich hab gar kein Wasser. Würdest du mit mir handeln? Womit soll ich denn handeln? Ich bin froh, dass ich überhaupt was zum Überleben habe. Ja, ja, schon gut. Hätte doch sein können. Ich habe da einen besseren Vorschlag. Wo ist das Lager? Genau in der Mitte des Tals. Du kannst es nur von hier nicht sehen, weil eine große Düne davor ist. Doch lass dich nicht täuschen. Der Weg ist sehr gefährlich. Wie sieht dein Vorschlag aus? Ich habe im Sand Steintafeln gefunden. Die kannst du haben, wenn du mir dafür Panzerplatten und Zangen besorgst. Für jede magische Steintafel bringst du mir 20 Platten und 20 Zangen. Hast du irgendwelche Tipps für das Überleben in der Wüste? Wenn ich dich so ansehe? Ja, habe ich. Sollte ein Sturm aufziehen, mach den Mund zu. Hä? Das meine ich ernst. Du erstickst sonst am Sand. Ich verstehe nicht. Dann kackst du eine Woche Sand, Mann. Aber wenn dir das nichts ausmacht, dann lass halt den Mund offen. Ja, also seinen Vorschlag finde ich jetzt nicht so nice, muss ich ehrlich sein, weil ich kann die Platten gar nicht nehmen. Hä, willst du mich verarschen? Hier ist doch Wasser. Ja, okay, aber offensichtlich ist das kein trinkbares Wasser, wie es aussieht. Vielleicht sterbe ich, wenn ich reingehe. Ich könnte es mir vorstellen. Jo. Aber warum denn? Ist das einfach nur so heiß, das Wasser? Das ist wahrscheinlich nur vergiftet. Oder es ist irgendwie mit Schwefel versetztes Wasser oder so. Kann auch sein. Naja, gut. Ich kann die Steintafeln auch sowieso nicht lesen, die der mir geben würde. Also der Deal ist nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich konnte das Grab plündern, wie cool. So, was haben wir noch? Da ist sie, die Trommel! Jawoll, jetzt habe ich ja alles. Super. Jetzt habe ich alle Instrumente für diese Lena. Sehr gut. Legen wir uns erstmal schlafen. Wo ist denn dieser Lance jetzt hin? Ist einfach weg. Okay. Laufen wir mal durch die Wüste, mal gucken, was das hier wird. Ah, das ist ein kleiner Minecrawler. Sogenannter kleiner Sandräuber. Die Helligkeit ist doch ein bisschen crazy. Drehen wir mal ein bisschen runter.
Ist krass. Schon sehr majestätisch, muss man sagen. Musik ist auch gut ausgewählt hier wieder. Und ein Zombie da aufsteht. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt von der Größe der Wüste. Ich dachte, das wäre sowas wie Caliber Canyon Gothic 2 irgendwie. So von der Location-Größe her dachte ich jetzt wirklich eher, das wäre sowas wie die Wüste im Canyon von Gothic 2, aber anscheinend... Das wirkt ja jetzt schon so ein bisschen auf mich wie die Wüste in Gothic 3, so. Wahrscheinlich wird das auch nur ein großer Canyon sein, quasi, in so einem großen Tal, aber... Wirkt schon sehr imposant, muss ich sagen. Tja, und an Wasser habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich habe absolut keinen... Oh, was ist das denn hier? Krautstampfer? Hier scheint eine Frau begraben zu liegen. Pfanne und Bäuerin-Tracht, okay. Tränke sind immer gut. So, ein paar Wüstenräuber-Eier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich gerade lang gehen soll. Das ist super weitläufig hier. Ich gehe aber einfach mal in die Mitte des Tals. Der hat ja irgendwas davon erzählt, dass das Lager... in der Mitte des Tals sein soll. Das ist echt ganz schön groß. Das sieht da oben aus wie so eine große Burgmauer, ehrlich gesagt. Das sieht gar nicht aus wie so ein natürlicher Felsen. So, das sieht wirklich aus wie so eine riesige Mauer irgendwie. Schon abgefahren. Kennt jemand von euch die Festung Königstein aus Sachsen? In der sächsischen Schweiz. Schreibt es doch mal in die Kommentare, wenn ihr schon mal dort wart. Aber es sieht ähnlich aus. So, da vorne haben wir anscheinend wieder Loot, den wir abgreifen können. Ja, es ist ein großes Tal, was abschließt quasi. Boah, was ist das denn da? Ein Goldgolem oder was? Okay, hier haben wir eine goldene Schale. Kriegskeule. Oh, ein Erzbrocken. Dieser Goldgolem sieht ja abgefahren aus, Mann. Nee, Sandgolem. Abgefahren. Oh, da ist mal kurz der Nebel weg. Jetzt können wir. Oh. Da hinten ist eine Pyramide. Verändere die Maus jetzt mal nicht. Oh, nächstes die Sichtweite. So. Ich geh erstmal weiter. Warte mal, ich habe ganz schön Damage genommen gerade. Zieh mal den Helm auch an. Wer weiß, was mich hier noch erwarten wird. Zieh mir erstmal das geile gebratene Fleisch von der geilen Maria rein. Ich muss diese Expedition irgendwie finden. Die Musik passt herrlich. Das ist wirklich eine gute Auswahl. Stellt diesen mystischen Aspekt dieser Wüste heraus. Gefällt mir. So, ah, da ist das Lager, wie es aussieht.
Strategisch klug haben sie es aber nicht platziert, muss man ehrlich sein. Da hätte ich doch lieber diese Steinruine mit als Mauer inbegriffen, ins Lager. Anstatt das so separat zu machen irgendwie. Mit Holzpalisaden. Ah, glaube ich, kein kluger Schachzug. Oha, wie krass ist das denn? Alter Schwede, okay. Ach, hier ist übrigens dieser Lance wieder. Er ist hier tatsächlich lang gegangen. Wüstencamp, perfekt. Tal des Todes. Philipp Antor. Hallo, wie geht es dir? Gut, doch wenn du etwas Wasser für mich hättest, dann wäre ich nicht abgeneigt. Nun ja, zurzeit nicht. Echt dumm, ich hab kein Wasser. Was machst du hier? Ach, wenn ich das wüsste. Ich bin auf der Suche nach altem Wissen. Und? Hast du schon was gefunden? Nur Sachen, mit denen ich nichts anzufangen weiß. Ich glaube, wenn ich witzig gewesen wäre, hätte ich gesagt, wenn ich das wüsste. Entschuldigung. Sachen, das klingt interessant. Was für Sachen? Es sind Schriftrollen. Sie beinhalten Geschichten aus alten Zeiten. Erzähl mir mehr darüber. Gut. Auf einer steht etwas von einem Labyrinth der Meister. Angeblich kann dort ein Held oder jemand, der es werden will, seine größte Prüfung ablegen. Na, das Beste ist allerdings, dass der Eingang zu diesem Labyrinth nicht hier sein soll, sondern irgendwo auf Juran. Wenn es dort ein Labyrinth geben sollte, dann würde ich das bestimmt wissen. Wo würdest du nach dem Labyrinth suchen? Gar nicht. Denn was ich so mitbekommen habe, kommt man da nie mehr raus, wenn man einmal drin ist. Aber du bist nicht ich. Wenn du es suchen willst, dann würde ich es im Orkgebiet versuchen. Dort soll es auch Teleporter geben. Ah, vielleicht ist dieses Labyrinth daran angeschlossen. Oder sie bringen einen zum Eingang des Labyrinths. Selbstverständlich nur, wenn es das Labyrinth überhaupt gibt. Ja, du kannst dieses alte Stück Papyrus haben. Okay, cool. Das will doch keiner wissen. Also erstes Mal hier mal das Tal des Todes. Es sind rote Kreuze drauf, okay. Das liegt doch auf der Hand. Also das Lager ist dort in der Mitte. Und wenn wir nach Süden gehen, kommen wir zurück zum... Das habe ich früher auch immer gesagt. Oder nach Südosten. Dann kommen wir, glaube ich, zurück zum... Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Portal. Wer stellt sich das immer so einfach vor? Hey, du! Wer kann mir hier was beibringen? Nun, ich bin ganz gut mit der Einhandwaffe, denke ich. Außerdem kann ich dir sicherlich helfen, mir Dampf in die Arme zu kriegen, wenn du verstehst, was ich meine. Gut, der kann uns also auch Einhand und Stärke beibringen, das ist nicht schlecht. Hallo, wie geht's? Hast du dich verlaufen? Ich bin... Mann, geh nach Hause. Okay. Hätte ich vielleicht zuerst fragen sollen. Tja, bisher habe ich drei, vier Leute hier gefunden. Also da unten gehen wir natürlich auch noch rein, aber erstmal gucke ich mich in der Umgebung noch ein bisschen um. Ich weiß noch nicht genau, was das mit diesen Kreuzen auf sich hat, die auf der Karte sind. Geisteskelett. Sogar ein bisschen durchsichtig, cool. Okay. Jetzt haben wir den Lederbeutel und Tagebuch. Okay. Skelett erschaffen als Spruchrolle ist auch noch da. Tja. Eigentlich. Nee, ich kann nicht schnell mal eben zurück. Na, das ist das Problem. Ich habe zwar einen Teleport zum. Ich dachte, ich hätte einen Teleporter zum Camper. Anscheinend doch nicht. Lesen wir mal das Tagebuch. Ich werde hier sterben, ich weiß es. Die Wüste ist ein Rattenloch. Am Horizont erkenne ich noch mehr Pyramiden. Aber es führt keinen Weg dahin. Vielleicht nordöstlich über die hohen Berge von Braga. Aber das werde ich nicht mehr herausfinden. Ich bin mit zu wenig Wasser aufgebrochen. Diese Kristalle brächten mich zwar zurück zum Ringteleporter, doch das Ding funktioniert nicht mehr.
Prager. Prager. Also sind wir doch in einem Teil der Wüste von Warand, oder? Hm. Das scheint ja hier nur so eine Art Tal zu sein. Vielleicht ist es ja auch so, dass das hier nur eine Art Abschnitt von Warand ist, den man aber nie erreichen kann, weil es eben so ein Tal ist. Wer weiß, könnte natürlich auch sein. Boah, ich muss ehrlich sein, ne? Ist ganz schön warm heute auch schon wieder, irgendwie irgendwas um die über 20 Grad so. Es ging eigentlich, es regnet gerade. Aber es ist immer noch so drückend. Also. Es ist, ich hasse den Sommer wirklich. Es ist, wenn man mich fragen würde, Sommer wäre eine der Top 5 Dinge, die ich am meisten hasse. Oh Mann, klingt das dämlich. Na toll. Und Warane mag ich übrigens auch nicht so sehr. Zack. Wegen den 10 Erfahrungspunkten kletter ich da jetzt nicht hoch. Na hier war sonst auch nichts mehr. Boah, Schatten, herrlich. Na gut. Ich glaube, dann klettern wir mal da runter. Aber hier stand noch ein Typ, glaube ich. Ne, es kann aber sein, dass es dieser Jim war. Naja, ich glaube, das war dieser Jim. Warte mal, war ich in der Ruine schon? Nee. Okay, ist eine Steintafel, die ich nicht mitnehmen darf. Das hier ist doch optimal. Warum hat man dieses Haus nicht einfach als Lagerplatz genommen? Das verstehe ich nicht. Warum hat man hier nochmal extra sich Arbeit gemacht, mit Holzpalisaden was abzusichern? Ich meine, okay, so ein Turm, ne, ist in Ordnung. Hätte man auch bauen können. Die bauen hier ein Zelt auf, anstatt einfach diese Steinruine da zu nehmen, okay? Naja. Aber ein cooler, customizter Turm hier, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Das hätte ich dir vorher gesagt. Was haben wir denn hier? Pfeile, 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 Pfeile. Langbogen, Apfel, Lederbeutel. Und eine alte Robe. Das war irgendwie dumm von mir, aber nicht schlimm, ich kann ja nochmal pennen. Komm, wir machen jetzt mal folgendes. Ich schlafe jetzt mal bis zur Mitternacht. Oder zumindest bis zum Abend. Einfach mal, um zu gucken, wie die Wüste in der Nacht wirkt. Oh, wie cool. Wirkt sehr mystisch. Ich habe echt kein Wasser dabei. Ne? Ich habe nur Wacholder und Bier. Doch, ich habe 4 Flaschen Wasser, oh nein. Eine Flasche brauche ich noch. Um dem Lance die Flaschen wenigstens geben zu können. Na gut, dann klettern wir mal da runter. Schauen wir mal, was uns da unten erwarten wird. Aber irgendwie konnte ich den Proviant jetzt auch noch nicht abgeben. Vielleicht habe ich den Anführer des Lagers noch nicht gefunden. Vielleicht ist das hier oben nur die Vor- oder Nachhut. Und ein Großteil der Leute des Lagers sind hier unten in diesem Schacht. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier unten erwarten wird. Santa Cruz. Ah, guck mal. Aha. Cool, ich kann den Dingern hacken. Das ist ja witzig. Nettes Feature. Und hier? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Ui, wie tief das da noch geht. Ja, ich glaube, ich werde mit meiner Vermutung richtig liegen. Ich glaube, ein Großteil der Leute des Lagers sind auch noch da unten. Kann ich mir gut vorstellen. Nachts müsste es ja eigentlich ziemlich kalt sein. Jo, Alter. Hier wieder rauszukommen wird ewig dauern. Aber ist nicht schlimm, das schneide ich dann für euch. Das müsst ihr euch nicht mit angucken.
Ich glaube, den Sprung. Oh nein! Okay, ich dachte, ich wollte gerade sagen, den Sprung würde ich hier nicht überleben. Also gehe ich mit der Leiter, aber offensichtlich ja doch. Alter Schwede, wie groß das ist. Und die Höhle ist auch nicht klein. Ich mag ja schon diesen Nebel, muss ich sagen. Der bringt ja schon so eine gewisse mystische Atmosphäre rein. Und dann auch in Kombination mit der Musik, ist echt cool. Alter Schwede. Du bist ja echt eine halbe Ewigkeit unterwegs, ey. Hallo? Ist da jemand? Oh, die Mucke passt halt hervorragend zu dieser Atmosphäre, gerade zu dieser Stimmung. Ja gut, aber ich glaube, hier unten werden jetzt ein paar Leute schon sein, nehme ich mal an. Aber ich dachte eigentlich, dass ich einen Teleporter zu dem Wüstencamp irgendwie gefunden hätte. Aber anscheinend doch nicht. Schade. Wie gesagt, also ich mache jetzt einmal diese Passage hier mit. Aber wenn ich nochmal hier hoch und runter muss, das schneide ich dann raus. Das werde ich euch nicht antun, jedes Mal das Gekletter hier. Das dauert ja ewig. Ah, endlich ein paar Leute. Cool. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Hallo, wie geht's dir? Geht so. Warum bist du hier? Ich habe hier 5 Proviantpakete für euch. Sehr gut. Wenn du willst, können wir auch handeln. Ich soll mich nach eurer Fokussuche erkundigen. Wir haben nicht mal einen rohen Fokus, geschweige denn einen aufgeladenen. So wie ich das sehe, werden wir hier in diesem Grab auch keinen finden. Das sieht hier aber nicht aus wie ein Grab. Im hinteren Bereich ist eins. Habt ihr da auch schon gesucht? Nein, wir kommen nicht hin. Es gibt keinen sicheren Weg. Außerdem weiß keiner, was uns dort unten erwartet. Da geht's noch tiefer runter. Wie kann ich denn so einen rohen Fokus bergen? Wenn nichts hilft, dann brauchst du wohl eine Spitzhacke. Ich an deiner Stelle werde draußen suchen. Die Kristalle wachsen dort auch. Gut, dann werde ich mich mal auf Fokussuche begeben. Hast du sonst noch eine Idee, wo ich so ein Ding finden kann? In den Felsen, die das Tal umranden, gibt es einige Gräber. Du könntest dort mal nachschauen. Sei aber vorsichtig. Schließlich wissen wir nicht, was sich dort erwartet. Wenn ich so recht darüber nachdenke, frag oben Antor. Er hat eine Karte. Er kann dir vielleicht auch Tipps für die Suche geben. Er hat mir so eine Karte schon gegeben. Ich möchte angehen. Das heißt, wir werden also in Bälde mal da mal so ein paar Kreuze abklappern. Der hat Wasser. 120 Wasser. Geil. Da kaufe ich jetzt mal einige von. Wie viel habe ich jetzt? 20. Okay, ich glaube 20 reicht erstmal. Verkauft ihm auch die Eier. Ich wette mit euch, ich brauche die nochmal. Schwere Nordmaul-Rüstung würde ich jetzt nur ungern hergeben. Bäuerentracht. Banditenhose behalte ich mal noch. Das Ding kann weg, das Ding kann weg. Den Ring behalte ich mal auch. Vielleicht brauche ich den nochmal irgendwie. Wisst ihr was? Ich glaube, ich behalte auch eine Feuerballrune. Vielleicht lerne ich doch nochmal magische Kreis oder sowas. Mal sehen. Jetzt haben wir erstmal 2000 Gold. Da würde ich jetzt erstmal nochmal hier so einen Feuerregen kaufen. Und ich wundere mich, warum es noch keinen Tagebucheintrag zu den Instrumenten gab. Ich müsste jetzt alle haben eigentlich. Also wenn ich wieder zurückkomme, gehe ich erstmal zu dieser Lena und werde ihr... Ja, werde ihr das... Die Instrumente zurückgeben. Sehr cool. Hallo, was ist deine Aufgabe hier? Ich bearbeite die gefundenen Kristalle. Wie machst du das genau? Nun ja, ich schleife sie und fasse sie in Metallrahmen ein. Ist das einfach? Nein, die ersten Kristalle, an denen ich mich versucht habe, sind mir um die Ohren geflogen. Mittlerweile bin ich jedoch besser geworden. Ja, interessant. Also ich finde das so cool hier unten. Sträfling. Hey. Also ganz ehrlich, die sind doch in der vollen Überzahl. Wenn die wollen, die könnten einfach diesen Ritter da platt machen und diesen Mark auch, theoretisch. Dann könnten die ja doch fliehen. Aber andererseits, was wollen die denn? Also, alleine überleben die hier in dieser Wüste wahrscheinlich einfach nicht, weil die keine gute Ausrüstung haben. Vielleicht sind das auch gar keine Kämpfer, vielleicht schaffen die das auch gar nicht.
Hey. Hallo, was machst du hier? Das frage ich mich auch. Geh mit in die Wüste, dann wird deine Knastzeit verkürzt, haben sie mir gesagt. Jetzt sitze ich in diesem Loch. Ach, zum Glück kann ich mich mit dem kaputten Stampfer beschäftigen. Was ist denn mit dem Ding? Ich vermute, dass nur ein Zahnrad fehlt. Aber ich habe keins. Und hier werden wir wohl auch keins finden. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich. Sie haben das Ding wohl von einem Überseehändler namens Fernando gekauft. Wenn der Stampfer von der Insel Corinis kommt, dann kenne ich deinen Fernando. Vermutlich hat er das Zahnrad an jemand anderen verkauft, um möglichst viel Profit zu machen. Das höre ich zum ersten Mal. Hier gibt's auch einen Teleporter anscheinend. Ah, es ist super mystisch hier. Ja, wer bist du? Tain. Halt, warte! Was ist los? Ich will dich nur warnen. Warum? Da hinten ist ein Grab oder sowas. Kann sein, dass du nicht mehr lebend rauskommst. Denk also besser nach, bevor du darunter steigst. Sehr gut. Bist du schon unten gewesen? Nein, ich bin bisher nur bis zum Schalter gelaufen. Und? Weißt du, was er macht? Nein, keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. Es ist eben ein altes Grab voller Gefahren. Was machst du sonst so? Ich pass auf, dass die Jungs nicht doch auf dumme Gedanken kommen und hier hinten ihr Glück suchen. Oder ihren Tod? Ja, oder so. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal dieses Grab an. Ich hab Bock, ich hoffe ihr auch. Schalte dann wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Gothic 2 Mod Yuran. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.